So, dann sage ich mal guten Mittag in die Runde. Wir testen ja heute unser Spotlight-Format in einem Lunch-Format, damit man quasi zwischendurch, wenn man vielleicht sein Mittagessen zu sich nimmt, noch wesentliche und gute Informationen erhalten kann. Und wir haben aus Washington, oder wo bist du gerade? Chicago? Jetzt bin ich in Washington gerade. Aus Washington zugeschaltet, unseren Bundestagsabgeordneten Metin Hagverdi hier live im Zoom, der nicht nur gerade eine wahrscheinlich unfassbar interessante Vorlesungsreihe in den USA absolviert, sondern auch am Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz war. Wir haben ja nun alle miteinander dieses dramatische Thema des Ukraine-Krieges das letzte Jahr mitverfolgt und sind da ja auch äußerst betrübt, kann man gar nicht sagen. Das fasst es gar nicht richtig in Worte. Und wir haben uns gedacht, Metin, dass es total gut wäre, wenn du ein Stück weit mal von der Sicherheitskonferenz berichtest, dass du ein Stück weit deine Wahrnehmung auch uns mitteilst. Wo stehen wir? Wo steht Europa? Wie steht es um den Konflikt, den Krieg als solchen? Und wir dazu in einem kurzen, fokussierten Termin ein bisschen ins Gespräch miteinander kommen. Und ich hatte mir jetzt in der Vorbereitung noch mal vor Augen geführt, was ist eigentlich die Münchner Sicherheitskonferenz und wie wurde sie wann ins Leben gerufen? Und habe das zumindest in meiner Welt, aber da bin ich auch auf dein Feedback sehr gespannt, ein bisschen eingeordnet, dass es ursprünglich natürlich auch ein Instrument war oder eine Struktur sein soll, die miteinander ins Gespräch kommen lässt zu den großen Sicherheitsthemen dieser Welt und die ein Stück weit auch eine Idee war, um ein diplomatisches Instrument einzuführen, was vor 60 Jahren dann in Deutschland eingeführt wurde, auch von jemandem, der selber ja ein in der Gruppe um Widerstandskämpfer im Dritten Reich da organisiert war, Instrument einfach dann auch dafür da ist, um da miteinander zu sprechen. So, das meine Einführung jetzt, Metin, meine erste Idee, berichte kurz, wie hast du es grundsätzlich wahrgenommen? Was waren die wesentlichen Themen, die du da auch mitgenommen hast? Und wo stehen wir gerade? Ja, vielen Dank, dass wir das hier in dieser Runde machen. Wir können es auch gerne nochmal wiederholen, denn bedauerlicherweise wird dir der Anlass, das Thema, nicht innerhalb der nächsten, in kurzer Zeit erledigt sein. Davon gehe ich zumindest, also bedauerlicherweise muss man davon ausgehen. Ein Bericht über die Münchner Sicherheitskonferenz lohnt sich eigentlich immer, wenn man das Format, verstanden hat. Das Format ist übrigens, das verändert sich ständig. Da muss man einmal ganz kurz sagen, was da in diesem Jahr passiert ist und was in den letzten 3 Jahren passiert ist. Also wir unterschätzen, also ich bin jetzt ja gerade in Washington. Ich bin hier gestern Abend angekommen und habe mir so ein bisschen, um ein bisschen runterzukommen, bevor ich penne, habe ich noch mal ein bisschen die Glotze angemacht, mal durchgegangen. Wenn man CNN oder zumindest CNN Fox ist ein bisschen was anderes, aber wenn man so hier die Nachrichten, die politischen Akteure und so weiter, die rufen sich ständig darauf, in dieser Woche zumindest, was am Wochenende in München gesagt wurde. Also wir haben ja wenige Formate, wo sozusagen alle nach Deutschland gucken, alle zitieren, was in Deutschland gesagt wurde. Das hat man ganz selten, entweder wenn Olaf eine Zeitenwende-Rede hält oder eben bei diesem einen Format. Am Freitag, also es fängt am Donnerstag an mit so einem Vorprogramm und dann ist Freitag, Samstag, Sonntag die eigentliche Konferenz. Die Konferenz war in den letzten 2 Jahren eingeschränkt durch Corona, wie viele andere Events auch. Im letzten Jahr war sie, glaube ich, beschränkt auf 500 Teilnehmer. In dem Jahr mehr oder weniger ausgefallen und im Jahr davor war sie ziemlich groß und heute, jetzt noch eine. War sie die größte, die es, glaube ich, jemals gab. Ich glaube, mit 1800 Teilnehmern oder sowas. Und
Wenn man zum Beispiel Bilder von früher sieht, dann sieht man ja, dass da Putin war auf der Münchner Sicherheitskonferenz oder Lavrov, die dann wirklich tatsächlich die Leute adressiert haben. Ja? Das ist jetzt der Fall. Also es war keine russische Vertretung da. Die sind, und das ist diplomatisch auch, weil ja darüber auch kommentiert wurde, sind die eingeladen worden oder nicht, war das richtig oder nicht. Also formell ist die Sache ganz klar. Die Russen haben gesagt, wir kommen nicht, selbst wenn wir eingeladen würden. So. Das ist dann sozusagen, das ist dann, ja, dann kommen die eben nicht. Ne? So, aber das war in der Vergangenheit eben anders. Und die Chinesen waren letztes Jahr, die Russen waren letztes Jahr auch nicht da. Die chinesische Delegation war letztes Jahr auch nicht da. Es war kein einziger Chinese auf der MSC letztes Jahr. In diesem Jahr war das anders. Wang Yi war da, also der größte, protokollarisch höchste Außenpolitiker der Volksrepublik China war da. Das ist schon mal eine Veränderung. Ich kann mich an Jahren bei der MSC erinnern. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich habe versucht, nochmal, ich glaube, es war 2016, ich bin mir nicht ganz sicher. Da war es zum Beispiel so, dass mit Abstand die größte Delegation war China, mit Abstand. Es ist immer so eine Sache, wie groß sind eigentlich die Delegationen? Also wer bestimmt das eigentlich? Und das macht ja die Führung der MSC alleine. Und ihr könnt euch vorstellen, kennt jemand von euch den Bayerischen Hof? Also ich bin privat nie im Bayerischen Hof, deswegen kenne ich den leider noch nicht. Also, aber es ist eigentlich ein, also von dieser Art Hotels gibt es viele, so würde ich das mal sagen. Aber das ist im Hotel mit verschiedenen Tagungsräumen, das komplett leergeräumt wird und dann einfach mit einer bestimmten Art von Gästen vollgestopft wird. Ja? Und dann macht es schon einen Unterschied, ob die Hälfte davon aus dem Westen kommt oder zwei Drittel oder ob die Hälfte aus China kommt und aus Russland. So, und es war mal ein Jahr, ich glaube, es war 2016, als die chinesische Delegation mehrere hundert Personen umfasst hat, weil die natürlich auch qua Quantität ihres Landes auch größer repräsentiert waren. Und die organisiert die Absprache getroffen haben, alle Uniformen zu tragen. Also bist dann raus, bist dann ins Hotel gekommen und auf einmal, naja, das war sehr beeindruckend, ja, und genau das wollten die ja auch so. Also es ist diese, also es ist Unterschied. Und in diesem Jahr waren es wenige Chinesen, die schwer zu sehen waren. Es waren viel, viel weniger und überhaupt gar keine Russen so. So, jetzt zu deiner Frage, oder noch nicht zu deiner Frage, wie war die Situation in diesem Jahr, um das mal so nachzuvollziehen? Es war ziemlich klar, dass wir da in Anführungsstrichen unter uns sind. Also in Anführungsstrichen. Unter uns heißt, dass in großen Teilen das die westliche Welt war. Aber das ist nicht nur so. Also ich zähle Indien ja nicht zur westlichen Welt und große Teile Südamerikas auch nicht. Aber es war von der Stimmung her, weil die, natürlich war die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, dort gesprochen hat, die auch nicht immer kommt, war das schon eine Mischung aus erstens ein Wiedertreffen, weil wir aus der 3 Jahre Corona-Pause kamen. Also es ist nicht politisch, das ist ganz persönlich. Da hat man sich wieder gesehen, so das kennt ihr jetzt ja auch. Ne? In den letzten Monaten habt ihr doch überall Treffen gehabt, die letzten 3 Jahre nicht stattgefunden haben. Egal, ob das jetzt Familientreffen bei Oma ist, Parteitag oder sonst wie was. Das macht ja was mit einem, egal worum es jetzt gerade geht. Und Münchner Sicherheitskonferenz ist fast nie, dass es um schöne Themen geht, wo alle, also wo es einfach fröhlich zugeht und alle lachen. Ja? So ist es ja eigentlich nie da. Aber trotzdem hat das emotional was gemacht, dass man sich wieder getroffen hat. Dass dieser Raum so super eng gibt. Habt ihr die Bilder gesehen? Man ist da ja die ganze Zeit im Hotel, geht man so wie im Stadion sozusagen, total gequetscht aneinander vorbei. Und das ist ja die Art, wie man da auch miteinander kommuniziert, dass man sozusagen aufeinander gestoßen wird, wörtlich aufeinander gestoßen wird. Und das war positiv einfach, dass man nach 3 Jahren wieder sozusagen die Maschine wieder angestellt hat. Aber natürlich war die ganze Entwicklung um den Krieg in der Ukraine eben auch, war es schon von Anfang an klar, dass es auch darum geht, Einigkeit unter denjenigen herzustellen. Wir würden das jetzt Westen nennen oder NATO oder es gibt ja unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Ich müsste es wahrscheinlich noch weiter formulieren, die dann eben auf der anderen Seite der Russischen Föderation stehen. Warum? Weil das dann um Rechtsstaatlichkeit, Rule-Based Order und so weiter geht. Das habt ihr ja mitbekommen. So. Also, es war einerseits eine totale Krisensituation, also eine richtig dicke. Also, ihr könnt euch vorstellen, dass die Gespräche mit den Ukrainern und Ukrainern da überhaupt nicht witzig waren. Ne? Also, Kriegsberichte zu bekommen von Leuten, die direkt aus der Kriegszone kommen, ist schwierig. Und gleichzeitig, und das war so ein bisschen absurd, war das ganz gut. Also das war ganz gut, mal Leute wieder zu treffen, die man seit 3 Jahren nicht getroffen hat. Ja? Aber das hängt ja auch gar nicht richtig miteinander zusammen.
Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Das wollte ich noch einmal, das war mir wichtig, das mal vorweg zu schicken. Jetzt, Ja, ein das. Stück weit war meine Frage, wo stehen wir aktuell? Also wir haben ja sowohl wahrgenommen, dass die Ukraine Forderungen gestellt hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir haben China gehört mit einer Einschätzung. Vielleicht kannst du uns da einmal die wesentlichen, sage ich mal, Themen zum Ukraine-Krieg setzen, die dort kamen und was du so mitgenommen hast. Ja, also jeder kommuniziert seins, ne? Also Wang Yi war da. Wang Yi hat natürlich gesagt, die Kommunikation Chinas ist ziemlich eindeutig. Die USA haben diesen Krieg verursacht. Er sagt die USA alleine. Er sagt nicht der Westen. Also er versucht, den Westen sozusagen unterschiedlich zu qualifizieren. Dass wir sind nur, also alle anderen sind nur Opfer und folgen den USA. Das ist traditionelle chinesische Lesart. Also die sind alleine dafür verantwortlich und die anderen fallen dann drauf rein und folgen denen und ohne die wäre der ganze Krieg nicht da. Gleichzeitig kommuniziert China, dass die Souveränität der Völker absolute Priorität hat. Absolute Priorität. Das ist die erste Priorität der chinesischen Außenpolitik. Und das ist natürlich die Problematik Chinas, einerseits zu kommunizieren, dass die Souveränität der einzelnen Staaten absolut schützenswert ist. Das tun sie natürlich wegen ihrer eigenen Taiwan-Strategie, weil sie wissen, dass Taiwan völkerrechtlich Teil der Volksrepublik China ist und jede Bemühung der USA, da irgendwie einen Keil reinzutreiben, dann eben von ihnen als völkerrechtswidrig betrachtet wird. Und deswegen haben sie auch ein dogmatisches Problem mit dem Angriff der Russlands auf die Ukraine, auch schon noch 2014 mit der Krim, weil das sozusagen ein völkerrechtliches Prelude sein kann, also ein Vorspiel dazu sein kann, dass irgendwann die Legitimationsgrundlage für China verloren gehen könnte, dass Taiwan zu China gehört. Deswegen haben die dann Probleme in ihrer Kommunikation, deswegen fangen die immer erst an mit, die USA sind schuld und haben das provoziert. Das müssen sie sagen, weil sie sonst mit ihrer Argumentation in der zweiten Runde gar nicht weiterkämen. Also das aber, insofern war das sehr, 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 sehr typisch, China. Er hat dort angegriffen, ich weiß, ich habe das verfolgt. Wang Yi ist direkt von dieser Konferenz nach Moskau geflogen. Ich erwarte eigentlich auch, wenn es, ich weiß gar nicht, wie das sagen, wenn es gut läuft, wollte ich gerade sagen, aber was ist eigentlich, wenn es gut läuft? Also, es kann sein, dass Xi Jinping am Wochenende in Moskau ist. Wang Yi ist jetzt da und hat er ja verkündet, die Friedensinitiative, den Friedensplan, den China vorlegen will, den hat er ja so ein bisschen, also ein bisschen konkretisiert, aber auch nicht wirklich richtig. In München hat er den nur angekündigt. Aber man muss das so sagen, er kündigt einen Friedensplan und sagt, wir werden damit den Krieg beenden können, wenn die USA endlich aufhören, aggressiv zu sein. Also es ist, wenn die USA haben noch ein paar Zwischentöne, also sage ich ja gleich, was Kamala Harris gesagt hat und was die Amerikaner so insgesamt kommuniziert haben. Aber China hat wirklich nur einen einzigen Ton. Der einzige Ton ist einfach nur, USA ist der Teufel, wir müssen es. Geht mit denen einfach nicht. Punkt aus. Alles Üble kommt da nur von denen. Und von da ist er auch nicht runtergekommen. Deswegen bin ich mal gespannt, was für ein Friedensplan das sein wird in allen Details. Er wird aber um das Problem nicht rumkommen der chinesischen Außenpolitik, dass sie einerseits die Souveränität jedes einzelnen Staates geachtet haben wollen, weil sie das jetzt selber im Falle Taiwans haben wollen und auf der anderen Seite sich natürlich nicht auf die Seite der USA schlagen oder also es wird immer noch auf der Seite Russlands sein, die in diesem Fall gegen die Souveränität der Ukraine verstoßen haben. Deswegen, da bin ich mal gespannt, wie sie da drum rumkommen wollen. Die USA haben kommuniziert, da muss man vielleicht noch mal einmal zurückgehen zum letzten Jahr. Das letzte Jahr hat die Münchner Sicherheitskonferenz stattgefunden am Wochenende vor dem Angriff. Also am 24., also erinnert euch, ja, 27. Februar war Olafs Zeitenwende-Rede, Sonntag im Bundestag. Am Donnerstag vorher, den 24., hat der Angriff stattgefunden und am Wochenende davor hat die Münchner Sicherheitskonferenz stattgefunden. In anderen Worten, die Münchner Sicherheitskonferenz hat stattgefunden ohne Chinesen, ohne Russen und es war drumherum die Situation, dass noch nicht geschossen wurde, aber diese 140.000 Soldaten in Belarus, Russland und so weiter um die Ukraine rumstanden. Das heißt, das war schon eine sehr, sehr angespannte Situation. Aber ich kann euch sagen, die meistgestellte Frage, also unsere amerikanischen Freunde haben uns ja die ganze Zeit gesagt, der Angriff wird kommen und er wird auch vollkommen, also im Sinne von, die werden versuchen, das ganze Land zu erobern. Das hat ja im Prinzip, hat ihnen das ja keiner geglaubt letztes Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ein paar schon, aber eigentlich
so die World Community und auch wir als europäische NATO-Mitglieder und so, wir haben das eigentlich. Wir, also ich habe einen Angriff erwartet, aber so einen kleinen Angriff, so einen scheibchenweisen Angriff, der sich so in diese Reihe eingliedert, seit 2008 mit Georgien, dann irgendwie Krim, also immer diese scheibchenweise, um sozusagen sich immer weiter fortzusetzen. So ein Riesending, wir versuchen uns den ganzen Kuchen Ukraine zu, das hätte ich auch nicht erwartet. Aber gut, die Amerikaner haben es kommuniziert, keiner hat es geglaubt. Und ist die meistgestellte Frage im letzten Jahr, das hört sich jetzt völlig absurd an, was ich jetzt sage, die meistgestellte Frage auf der Münchner Sicherheitskonferenz letztes Jahr, 5 Tage vor dem Angriff, lautete: erste Feststellung, der Westen steht zusammen gegen die Ukraine, also da ging es ja noch um Sanktionen und so weiter. Und das Zweite ist, was machen wir eigentlich, wenn Russland nicht angreift? Das war die meistgestellte Frage. Bleibt der Westen dann zusammen? Also bleiben wir dann sozusagen als diejenigen, die Rule-Based Order verteidigen, bleiben wir bei den Sanktionen? Oder wird Deutschland nicht wieder ausbrechen und dann doch wieder Nord Stream 2 so anschmeißen, dass da richtig das Gas rollt? Oder Italien, keine Ahnung, also alle irgendwie wieder ihr Ding machen und die Einigkeit wieder aufgelöst. Das war die meistgestellte Frage. Und darauf hatten viele Amerikaner dann eben in diesem Jahr wieder rekurriert und gesagt, es ist uns gelungen, das ganze Lager zusammenzuhalten. Und letzten Endes ist das der Grund, warum die Ukraine überhaupt noch existiert, weil das gelungen ist. Und das war die Hauptmessage der Amerikaner. Wir müssen weiter zusammenbleiben, weil sie befürchten, dass das ein längerer Konflikt wird. Länger heißt noch länger als ein Jahr. Und dann die politische Gefahr sehen, dass sozusagen die Einigkeit des Ukraine-Lagers, so will ich das mal formulieren, Schaden nehmen kann in den nächsten Wochen und Monaten. Und das könnte dann die Folgen haben, dass dann auf der langen Seite Russland gewinnt. Nicht, weil sie einen großen taktischen oder einen großen politischen Erfolg haben, sondern weil sie es einfach sehr, sehr lange spielen. Und da kommt dann die alte Frage auf, wer hat eigentlich die größere strategische Tiefe? Demokratien, die Wahlen haben und ihrer Öffentlichkeit erklären müssen, was sie machen, oder die autoritären Regime, die ihrer Bevölkerung was sagen können und nachmittags schon wieder was anderes und einfach alleine entscheiden können. So, und das war das wichtigste Messaging der USA. Wir können das besser als die Russen, weil wir eine aufgeklärte, offene Gesellschaft haben und ständig, wir haben einfach eine größere Legitimation, weil wir unsere Bevölkerung öffentlich informieren müssen über das, was passiert und so. Und vielleicht der letzte Punkt, du weißt, es ist 100 Senatorinnen und Senatoren in den USA gibt, im US Senate, und 438 Abgeordnete oder 435 Abgeordnete im Repräsentantenhaus. Es waren 76 Sechs, sieben, 37 Senatorinnen und Senatoren anwesend in München. Mehr als ein Drittel des Senats und fast 70 Mitglieder des House of Representatives. Das ist wahrscheinlich das Treffen der meisten Kongressabgeordneten jemals in der Geschichte der Vereinigten Staaten außerhalb der USA gewesen, am gleichen Ort. Wahrscheinlich ziemlich sicher, nicht mal knapp, sondern ziemlich sicher. Das heißt, die Vereinigten Staaten haben sich sehr, sehr, sehr große Mühe gegeben, sozusagen auf alle zuzugehen und zu kommunizieren. Man könnte natürlich sich eine Präsidentschaftskonstellation vorstellen in den USA, die da hingehen und sagen: Wir tragen die Hauptlast, wir sind raus, macht euren Scheiß alleine, tschüss. Ja, das war ja, also wir hatten das ja schon mal. Die waren sehr, sehr bemüht zu sagen: Nein, das ist anders, wir bleiben da drin. Trotzdem wollen die natürlich von uns, dass wir auch also Burden Sharing, dass wir die Lasten des Krieges auch tragen. Aber sie haben keinen Zweifel daran gelassen, dass sie das weitermachen. So, das waren jetzt nur China und USA. Natürlich haben da alle anderen Großmächte, Mittelmächte, kleine Staaten ihre Formate auch. Aber ich beziehe mich jetzt mal nur auf USA und China, weil das ja der Hauptkonflikt ist. Wobei, man muss immer wissen, die MSC geht um ganz, ganz viele andere globale Themen, die da nicht immer in der Öffentlichkeit stehen. Ja? Westbalkan ist ein Riesending. Die ganze Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent ist ein Dauerthema auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Entwicklung in den sogenannten, also in einer Polymod, also die Entwicklung in Südafrika, Brasilien, Indien, auch Indonesien, also die Länder, die qua ihrer Größe sozusagen eine andere Rolle spielen als andere Länder, sind immer im Mittelpunkt der Überlegungen und der Gespräche da. Aber natürlich hat die Ukraine jetzt quantitativ fast alles, natürlich, also auch in der öffentlichen Berichterstattung kam ja fast nur Ukraine vor. Aber es geht immer um ganz, ganz viel andere, der Weltraumforschung.
Das ist, Wolfgang Ischinger hat das in jedem Gespräch gesagt, das wichtigste Thema dieser MSC ist, Achtung, Weltraumforschung. Ja, habe ich in keiner Zeitung gelesen. Man hat da sehr, sehr, sehr klar dargestellt, wir müssen da ganz schnell vorankommen, dass wir uns da, dass wir da investieren, dass wir da besser werden, dass wir dann da sind. Und wenn wir denn da sind, einen Beitrag leisten zu können, so denken Diplomat, dass wenn wir dann da sind, einen Beitrag leisten können, eine Absprache unter UN-Flagge oder anders zu machen, um den Weltraum sozusagen eine Rechtsordnung zu geben, dass wir da nicht das nächste harte, kalte Kriegsrennen haben und militärische Auseinandersetzungen. Deswegen sagt er, es ist wichtig, dass die Mitgliedstaaten der NATO jetzt viel Geld investieren, was natürlich keiner Bock hat zu tun in diesem Fall, also zu diesem Zeitpunkt, damit wir da eine sicherere Rechtsordnung für die Zukunft etablieren können. Da denkt natürlich heute keiner dran, das ist dieser Typ, dieser Freak, der seit 100 Jahren Außenpolitik macht und weiß, wo der nächste große Konflikt um die Ecke kommt. Aber das war schon was, das waren dann Themen für Spezialisten. Ne? Also, aber davon gibt es auch ganz, ganz viele Themen auf der MSC. Alles klar, danke dir für die erste Einordnung. Ich habe die erste Wortmeldung. Einmal Mikro, genau. Dann lege ich mal los. Danke, Metin. Du hast gerade auch den Westbalkan erwähnt. Da ist ja schon wieder richtig Musik drin. Was ist denn da so die Einschätzung? Man hat so einen Eindruck, dass Russland versucht, dort eben einen Keil reinzutreiben in die westeuropäische Integrationsbemühungen. Ja, ich habe mit Edi Rama gesprochen, mit Albin Kurti und mit Alexander Vucic. Alle Regierungschefs des Westbalkans waren anwesend, alle Regierungschefs, alle Außenminister und alle Verteidigungsminister. Also dann kannst du, also die sind ja nicht doof, die wissen ja, dass es da um die Wurst geht, sozusagen. Das ist ja ein Konflikt, der für viele außerhalb der eigenen Wahrnehmung steht. Ja, die müssen ja selber dafür sorgen, dass das sozusagen in den Fokus kommt. Ich mache da das Westbalkan-Geschäft mache ich ja schon seit 10 Jahren. Das heißt, ich habe da schon alle Varianten durch. Also wo Deutschland das Problem war, wo Frankreich das Problem war, also in allen Varianten sozusagen. Jetzt ist es wirklich so, dass alle auf Vucic gucken und sagen, ist jetzt die Zukunft Serbiens eine russische oder nicht? Also der hat sich jetzt natürlich einen sehr, sehr schlechten Zeitpunkt ausgesucht, während eines Ukraine-Kriegs sozusagen da nicht 100%ig beizudrehen. Also ich habe nicht den Eindruck, es war jetzt nicht die Top-Priorität der Konferenz, aber alle, die da sich mit beschäftigt haben, gucken natürlich zuerst auf ihn. Also wir reden jetzt nicht mehr darum, wie weit sind die Reformfortschritte in Albanien, Nordmazedonien, gibt es weniger Korruption in Kosovo? Also das sind so die üblichen Fragen. Nee, zuerst wollen wir erstmal klären, was ist jetzt eigentlich mit Serbien? Wird das jetzt Teil der anderen Seite sozusagen? Aber dann ja der gesamte historische Gameplan der Europäischen Union, ich will da mal dran erinnern, ja, ist ja, wir wollen alle aufnehmen. Wir wollen ja den Konflikt lösen und alle aufnehmen. Also das ist ja sozusagen, das mag naiv klingen, wenn man sich diese Historie anguckt, aber das ist ja der Plan so. Und das ist schon sehr, sehr, sehr problematisch. Die Kosovo, sie sind eigentlich kurz davor, nicht kurz davor, sie fordern das schon. Unter vier Augen sagen die das. Wir können Serbien nicht in die EU aufnehmen. Das ist ein problematischer Satz für den Kosovo. Warum? Weil alle wissen, bisher zumindest ist die Grundannahme, beide Seiten, also ich nehme das jetzt mal in zwei Seitenteile. Das ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber ich nehme jetzt mal die Albanien-Rooted-Seite und die serbische Seite. Eigentlich ist die Grundüberzeugung gewesen von allen, dass man sie gleichzeitig aufnimmt, um sozusagen die Integrations- und Friedensleistung der EU auf die Region zu übertragen. Aber also wenn die Kur wenn Serbien jetzt nicht auch anders kommuniziert, wird es die Forderung der anderen sein, dass sie ohne Serbien aufgenommen werden. Und dann hat die EU ein Riesenproblem. Ich hoffe, dass das nicht dazu kommt, weil das de facto dazu führen würde, dass der Integrationsprozess von Albanien, von Nordmazedonien, von Kosovo einfach verzögert würde, nochmal zusätzlich, nochmal weiter verzögert. So, dann sind wir wieder bei Serbien. So, und Serbien ist gerade ein Riesenproblem für alle. Also alle sind, ja, weil das jetzt unter dem Gesichtspunkt Russland, Ukraine betrachtet wird, ist es einfach offensichtlich jetzt nicht nur ein Ärgernis, sondern ein strategisches Problem. Ja? Können wir uns auf die verlassen? Und Bosnien, vielleicht noch ein Wort zu Bosnien, weil natürlich, wenn wir darüber reden, dass dieser Krieg in der Ukraine ja
irgendwann aufhört. Das ist ja, also ihr könnt euch vorstellen, diese Frage, wie hört er auf, darüber wird die ganze Zeit 3 Tage gesprochen unter 1700 Kongressteilnehmern. Ja, die ganze Zeit, es geht eigentlich nur um diese eine Frage, wie endet das so? Und das ist ja, das ist eine sehr, sehr schwierige und komplexe Frage. Ja, das ist ja schwierig, ganz genau den Weg dahin zu zeigen. Aber es gibt eben die Gruppe derer, die sagen, der Konflikt ist direkt verbunden zu anderen Konflikten. Er kann im Prinzip nur enden, im Sinne von zu Ende sein, wenn wir wissen, wie es in Syrien weitergeht mit den russischen Truppen. Wenn wir wissen, was in Mali ist. Was ist das für ein Frieden, wenn gleichzeitig irgendwelche russischen Söldner dann auf NATO-Soldaten in Westafrika schießen? Oder wenn Herr Dodic in Bosnien morgen dann Streichholz ins Benzinfass wirft. So, das Bild ist ja nicht ganz falsch. Das Bild ist ja nicht ganz falsch. Streichholz, das kann man so sagen. So, will man das jetzt alles rauslassen und sagen, Ukraine ist am wichtigsten, oder will man, also ich vermute nicht, dass Russland morgen eine liberale, offene Gesellschaft ist mit freier Presse, freien Wahlen. Wenn das nicht passiert, wir werden diese anderen Probleme ja alle weiter haben. Das heißt, Westbalkan wird das nächste Mal auf der Tagesordnung sein, in 2 Jahren auf der Tagesordnung sein, in 3 Jahren auf der Tagesordnung sein. Und wir sind jetzt da aber in der Situation, dass sich Länder wie Kosovo wirklich hinstellen können, eine brillante Bilanz haben, was Bekämpfung von Korruption angeht, wirtschaftliche Entwicklung. Und das ist ja der Hammer, was die da hinlegen nach 3 Jahren Pandemie. Aber es ist jetzt gar nicht so wichtig, ne? Jetzt ist erstmal nur wichtig, was in Belgrad passiert. Darf ich vielleicht noch eine Frage, vielleicht ist mir noch eine Frage noch nachträglich angegangen. Gerade zu dieser Kosovo-Serbien-Geschichte, das war kürzlich in der FAZ, wurde irgendein Beitrag von Wolfgang Ischinger von 2017 zitiert, der hätte wohl mal eine deutsch-deutsche Lösung, also so dieses, wie die BRD mit der DDR unter Willy Brandt umgegangen ist, das so als Konstrukt aufgemacht und in der FAZ in dem Beitrag hieß es, das wird gerade auch diskutiert. Und du warst ja jetzt da dabei und hast diskutiert. War das ein Thema, dass man sagt, Mensch, man könnte irgendwie so lösen, dass man irgendwie sich Nein, so. Nein. nein, nein. Die Okay. serbische Position ist, das ist Serbien. Okay. Also, die gehen einfach davon, alles, die nördliche Region ist Serbien und es lässt ihre eigene Verfassungslage, lässt es nicht zu, irgendeinen Deal zu machen, der das nicht erlaubt. Also, die stellen sich auf eine rechtliche Position, wo dann aber, ich meine, geht jetzt zu weit hier, das ist eine alte Argumentation der Serben, die dann letzten Endes, wo dann auf der Seite der EU kommen würde, gut, dann müsst ihr eure Verfassung eben ändern. Und Kosovo muss auch seine Verfassung ändern. Aber da sind die, nee, das dauert noch. Also da sind die jetzt, und ich weiß übrigens, das spekulieren wir auch, wie im Falle Russlands auch. Wie sicher ist eigentlich die Macht Putins Abgeordneter? Also wie sicher sitzt Putin eigentlich wirklich im Sattel? Also jetzt mal ganz im Ernst. Er sitzt ja nicht so weit, so fest im Sattel, dass er eine normale freie Wahl macht mit normaler Berichterstattung, normalen anderen Parteien. Und so sicher scheint er sicher nicht zu sein. So, und die gleiche Frage, gilt auch für Vucic. Wie sicher ist der eigentlich ganz genau da? Das ist ja schwierig von außen ganz genau zu bestimmen. Der hat jetzt ja so eine Allparteienkoalition, also im Parlament ist ja eine dicke, fette Mehrheit, aber da drin ist ja, weiß ich nicht, von Hardcore-faschistoiden Großserb bis zu irgendwie intellektuellen, na, Linken würde ich nicht sagen, aber bürgerlichen. Also das ist ja schwer zu lesen von außen so. Und deswegen ist für den auch keine Option, die Verfassung zu ändern, weil dann der ganze Laden in den Ruin fliegen könnte. Das ist meine Interpretation. Aber das ist auch mangelnde Handlungsfähigkeit. Es ist einfacher, sich da an die Grenze zu stellen, irgendwie Autos nicht durchzulassen oder LKWs zu blockieren, als im eigenen Parlament einen deklaratorischen Antrag zu verabschieden. Ja? Das ist dann schwerer. Das ist aber typisch Balkan, muss man auch sagen. Ne? Also mal sehen, wie das weitergeht. Es könnte sein, nach dem Ende des Ukraine-Konflikts, dass die Region einen richtig großen Schritt nach vorne Richtung EU-Mitgliedschaft macht. Ja? Das ist ja unser Best-Case-Szenario. Daran wollen wir ja arbeiten. Alles Dankeschön. klar. Dann haben wir zwei Wortmeldungen, Olli und dann Inge. Und wir haben noch so eine Viertelstunde, denke ich. Das ist so eine gute Lunchzeit. Na cool. Also für mich ist das eine der spannendsten Mittagspausen, die ich in letzter Zeit hatte. Insofern erstmal vielen Dank, Niki. Ich gehe nochmal einmal zurück zum Ukraine-Thema und einmal zurück in die Staaten. Wie schätzt du denn ein, ist die Unterstützung
in den USA, insbesondere bei den Republikanern, langfristig und natürlich auch im aufziehenden Vorwahlkampf, insbesondere was das Thema dann Waffenlieferungen und Positionierung und sonst was in der Richtung angeht. Ja, damit lasse ich es erstmal. Ja, vielleicht die wichtigste. Die Sache erledigt. Vielleicht noch mal einmal die Rede von Kamala Harris. Es ist so ein bisschen, es ist so eine krasse Woche, ja. Am Wochenende war die Münchner Sicherheitskonferenz. Dann wäre es normalerweise so gewesen, dass die ganze Welt eine Woche oder 2 Wochen über diese Konferenz sich selber austauscht. Was jetzt aber passiert ist, dass Wang Yi von da aus direkt nach München fährt, Joe Biden nach Kiew fährt. Also nein, Moment, über Polen nach Kiew fährt, auf der Rückfahrt in Polen auch nochmal ein Statement zu seiner Reise in Kiew hält, sodass halt so die ganze Zeit weiter kommuniziert wird auf Level One. Ne? Also auch heute ja wieder. Und wenn Xi tatsächlich nach Moskau, also es wäre übrigens auch ein Signal, wenn Xi Jinping nicht nach Moskau fährt am Wochenende. Das wäre auch ein Signal, ja. Aber also das geht die ganze Zeit weiter. Deswegen gebe ich dir nur einen Ausschnitt, das ist jetzt das, was ich beitragen kann von der MSC. Als Kamala Harris gesprochen hat, und wenn du die Rede von Kamala Harris anguckst, dann ist das eine Rede gewesen. Also die Vizepräsidentin ist ja nicht eine wichtige, große Vertreterin der USA, die wahrgenommen wird als politischer Gigant der USA. Was, ihre Umfragewerte sind super schlecht. Sie ist innerhalb der USA nicht wichtig als politische Figur und so weiter. Das haben sich die bestimmt anders vorgestellt, aber das ist die Lage. Und das war ihr erster großer politischer Auftritt überhaupt in dieser Wahlperiode. Also nicht, weil München eine große Bühne ist, sondern auch in den USA. Sie hat die schlechtesten Umfragewerte aller Zeiten. Sie hat nur diese Loser-Themen. Also wenn ein amerikanischer Präsident sagt, das ist meine Vizepräsidentin, sie ist zuständig für Border Control und Einwanderung. Ja, viel Spaß, wie das laufen soll. Und das war ihr erster wirklich dicker, fetter Auftritt. Das war ist also auch auf der Bühne, ja. Du musst so, alle reden so im Konferenzformat, ich sage mal deutscher, europäischer Style. Auf einmal kommt der Secret Service und baut dann diese Monitore auf, die Teleprompter. Auf einmal sieht das Ding aus, ach so, ja, die Amerikaner kommen. Du siehst das schon an dem ganzen Setting sozusagen. Ja? Also der ganze Laden dreht sich, ja? Die Uniformen sind auf jeden Fall andere. Also das ist ein Riesenauftritt gewesen. Und man muss davon aus, nicht, man muss davon ausgehen. Es ist offensichtlich so, dass jeder Satz, jedes Komma in die Worte Joe Bidens sind. Ja, das läuft dann nicht so wie bei uns mit den Kabinettsmitgliedern. Ja, das kann ich euch sagen. Das ist also eins, ja, dass wir die Vereinigten Staaten können sich das nicht leisten, ja, weil sie dafür zu einflussreich sind. Wir können uns diese Gimmicks leisten, auf offener Bühne unterschiedlich zu kommunizieren. Das heißt also, es ist eins zu eins das, was Joe Biden gesagt hat. Und nachdem sie fertig war, und ich weiß nicht, ob ihr, also man muss das aus amerikanischer Innenpolitik betrachten, die Rede, unter anderem auch, natürlich auch unter Ukraine ja schon außenpolitisch, aber innenpolitisch, und das ist ja deine Frage, Olli, war das eine sehr, sehr interessante Rede, weil natürlich in der Republikanischen Partei totales Chaos herrscht und es da unterschiedliche Fraktionen gibt. Die eine Fraktion ist, die übrigens größer wird, da darf man sich nichts vormachen. Ist, das ist nicht unser Krieg, es ist nicht unser Interesse, da die Freiheit Europas zu verteidigen. Das ist die Aufgabe der Europäer. Was hat der amerikanische Steuerzahler damit zu tun? Wir sollten sofort abziehen. Das sind die Trumpisten im House of Representatives. Das sind eins, zwei völlig durchgeknallte Senatoren, die keine Mehrheit für gar nichts haben. Aber es ist eine Entwicklung zu etwas hin. Also die Gruppe wird größer, das muss man ganz deutlich so sagen. Und vielleicht kennt Ihr habt ja so ein bisschen die Debatte um das 100 Milliarden Sondervermögen der Bundeswehr in Deutschland verfolgt. Die Verbindung zum 100 Milliarden Sondervermögen und dem Einzelplan 14, dem Verteidigungsetat. Und wo wir zum Beispiel sowas machen wie, woraus zahlen wir die Munition? Woraus zahlen wir die Instandsetzung der Marder, die wir jetzt liefern? Unsere technische Frage. In den USA ist das Haushaltsrecht super pervers. Die 5 Leute da im Haus können im Prinzip wegen 2,50 € den gesamten Haushalt in Geiselhaft nehmen in der nächsten Runde. Und die gesamte Ukraine-Hilfe anhalten, ja. Das ist easy für die, wenn die das wollen. Das wissen auch alle, dass wenn sie das wollen, könnten die das machen. Deswegen gibt es auch so übertriebene Zahlen an Lieferungen aus den USA. Ja. Deswegen machen die 52 Milliarden Paket. Das Geld ist ja noch gar nicht ausgegeben. Warum? Die haben Schiss, dass irgendwann später der Kongress zumacht und es keinen Cent mehr gibt für die Ukraine. Deswegen gibt es jetzt so hohe Summen. Ja.
So, aber als sie ihre Rede gehalten hat, war ich eine halbe Stunde später an der Theke. Das ist so es gibt so zwei, ja, wie soll man die sagen? Ja, zwei Bars im Bayerischen Hof mit unterschiedlichem Setting. So, und da habe ich dann mit den republikanischen Abgeordneten rumgehangen, die jetzt nicht so Biden-Fans sind, ne? Also die im Prinzip nur geguckt haben, was macht diese dumme Tussi da falsch? So reden die dann auch über die, was super unamerikanisch ist. Super unamerikanisch. Amerikaner reden im Ausland, alle für die USA, alle on the same page. Das ist nicht so wie bei uns, dass irgendwie sich ein CDU-Abgeordneter in Washington erwischen lässt, dass er ein kritisches Wort über Olaf Scholz sagt. So läuft das nicht. Das ist Großmacht, sagen alle das Gleiche. Und das ist ein großer Luxus, den die sich gönnen, auch nur einmal ein kritisches Wort über Regierungsvertreter zu sagen, auch wenn sie von einer Partei sind, ja? Insbesondere auf so einer Konferenz. Und weil Kamala Harris einfach gehasst wird, auch von den Republikanern, das kann man das nicht sagen. Und die waren begeistert von der Rede. Und dann dachte ich, das ist ja, also eigentlich hätte ich jetzt gedacht, die hätten, egal was sie sagt, die finden das doof. Die waren begeistert. Warum? Hast du die Rede gesehen? Die Rede war krass. Kamala Harris war mal Staatsanwältin, ist dann Politikerin geworden, dann Senatorin in Kalifornien, dann Vizepräsidentin, Kandidatin und jetzt Vizepräsidentin. Und sie hat, wie im amerikanischen Wahlkampf, wie bei den Primaries, also sozusagen als sie Präsidentschaftskandidatin, von sich selber erzählt, was wirklich ehrlich unpassend ist bei der Münchner Sicherheitskonferenz, von deinen Hobbys, die du damals als im Schüleraustausch hattest, zu berichten, wenn die ganze Welt auf dich guckt. Sie hat gesagt, ich kriege es jetzt nicht wörtlich hin, ich war, bevor ich Politikerin wurde, war ich Staatsanwältin im Staate Kalifornien und habe Leute strafverfolgt, die Unrecht getan haben. Und deswegen weiß ich als ehemalige Staatsanwältin, dass man Beweise sichern muss, um später Leute to hold people accountable in the future. Muss man jetzt Beweise sammeln. Deswegen jetzt Beweise sammeln, alles auf die Liste, um später Wladimir Putin und die gesamte Clique im Kreml und im Generalstab der russischen Armee dann nachher vor Gericht zu bringen, bis Den Haag. Das sage ich jetzt hier so als Staatsanwältin. Also sie hat so eine Story erzählt. So, und das ist ja eine kritische Idee, ne? Also wenn wir jetzt, also klar bin ich auch dafür, dass Putin bestraft, also alle wollen, dass Putin bestraft wird. Nur das zur Bedingung zu machen, dass das Schießen aufhört, ist ja, da kann man zumindest mal drüber nachdenken, wollen wir so sagen. Ich sage nicht, dass das falsch ist, aber das muss nicht richtig sein, dass man so eine lange Liste hat. Erstens hört das Schießen auf, zweitens geht die Krim und Ostukraine an die Ukraine, nicht an Russland, drittens 100 Kilometer Pufferzone russische Armee nach hinten, viertens freie Wahlen in Russland und fünftens nochmal übrigens, bitte liefert Wladimir Putin und Zeugov aus, damit wir die in Den Haag vor Gericht stellen können. Sonst geht der Krieg weiter. Das ist ja eine schwierige Position, oder? Also, so, und sie hat dann nochmal dieses moralische Ding mit, man muss die Leute accountable halten. So, das fanden die Republikaner voll geil. Richtig toll. Und zwar nicht die MAGA-Republikaner, Trump, sondern die Oldschool Hawks, weißt du, die, ja, genau. Das heißt, auch sie muss in München nicht nur mit dir und mir kommunizieren, mit der Weltgemeinschaft, sondern sie muss mit den eigenen Leuten zu Hause auch noch kommunizieren gleichzeitig, um den Laden da zusammenzuhalten, weil das natürlich bekloppt ist, sowas da zu sagen. Warum, du machst deinen Spielraum doch nicht kleiner bei so einer Rede. Also das ist doch Quatsch. Das machst du, um den Laden geschlossen zu halten. Ja. Also darum ging es auch den Amerikanern die ganze Zeit. Es ging darum, den Laden zusammenzuhalten, international mit allen Spielern. Also das ist vor allen Dingen gegenüber allen NATO-Mitgliedern, vor allen Dingen gegenüber den Osteuropäern, vor allen Dingen gegenüber Deutschland, vor allen Dingen aber auch denen außerhalb der NATO mit Indien, Brasilien und so weiter. Aber es ging natürlich auch darum, diese unterschiedlichen Strömungen, weil das hier sich alles zerfleddert in den USA. Es gibt ja nicht zwei Blöcke, die homogen sind. Da die an Bord zu behalten für diese Frage. So, und ich würde sagen, es ist ihr gelungen. Das ist ja das Fazit ist ja, das hat sie sehr gut gemacht. Also wir müssen ja alle dankbar sein, jeden Morgen, den wir aufstehen und erstmal uns beim amerikanischen Steuerzahler bedanken. Das wisst ihr ja. Und beim amerikanischen Kongress, dass das so läuft, wie es ist. Sonst hätten wir jetzt ja russische Panzer an der Grenze zu Polen. Das kann man sich ja einmal kurz durchdenken, wie die Lage dann wäre.
Das haben wir nur denen zu verdanken, ganz allein. Das heißt nicht, dass alles richtig ist, was die machen, überhaupt nicht, aber es heißt, dass sie uns vor der totalen Katastrophe bewahren. So. Das war in Kürze so. Die amerikanische Situation ist weiterhin total zerfranst an republikanischer Seite. Also ich war auf einer Konferenz mit republikanischen Abgeordneten, wo es darum ging, den Europäern zu erklären, in welcher Lage die republikanische Partei ist. Das war kompliziert. Fazit: Es gibt im Haus, also das Haus ist jetzt das echte problematische Feld, im Haus sechs Lager innerhalb der Republikaner. Sechs Lager. Das kleinste Lager sind 4 bis 5 Leute. Das größte Lager ist das McCarthy-Lager, das wahrscheinlich eine Mehrheit hat. Wahrscheinlich bei jeder Abstimmung eine Mehrheit. Du brauchst ja aber die gesamte Mehrheit im Haus. Also eine Mehrheit innerhalb der Republikanischen Partei ist noch gar keine Mehrheit im Haus. Also es ist totales Chaos. Alles klar. Inge. Ja, Mensch, wirklich einen ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist sau spannend, was du uns alles hier erzählst. Ich habe zwei Themenblöcke sozusagen. Einmal der lange Blick, ne? Der lange Blick und der Blick zurück. Es gab den eisernen Vorhang zwischen der DDR und der BRD. Da waren zwei Wirtschaftssysteme. Sozialismus, Kapitalismus, wenn man das mal vereinfacht sagt. Schiebt sich das jetzt einfach Richtung Osten? Oder siehst du irgendeine Möglichkeit, dass Russland irgendwann in die EU aufgenommen werden könnte? Ist jetzt ein bisschen lustig formuliert, aber vielleicht verstehst du meinen Hintergedanken dahinter. Weil wenn du sagst, die Münchner Sicherheitskonferenz, da verlassen jetzt alle bis auf der Westen diese Konferenz, dann redet man ja nur auf der einen Seite und hat immer nur die andere Seite als Gegner vor sich. Das ist so der erste Themenblick, vielleicht als langer Blick, wo das hinläuft. Also ob du irgendwie auf längere Sicht auch glaubst, dass das einfach eine neue, nach Osten verschobene eiserner Vorhang wird. Und dann eine Frage zu den Interessen der USA, die sind ja nicht unbedingt die Interessen der Deutschen, das hast du jetzt eben auch schon ganz, ganz vorsichtig anklingen lassen. Ich bin ja auch Ingenieurin und Klimaschützerin und interessiere mich dafür. Und diese Geschichte, dass die Nord Stream 2 Pipeline kaputt ist, bedeutet ja, dass wir jetzt eine ineffizientere Gasversorgung bekommen. Das heißt, wenn ich Erdgas über LNG über Schiffe transportiere, verliere ich ungefähr 30% des Energieinhalts im Vergleich zu Rohrleitungserdgas. Ich weiß, dass die Frage auch ein bisschen blöd ist, weil sie ist ja nun kaputt, aber gibt es neue Erkenntnisse, wer der Täter war bei der Zerstörung der Nord Stream 2 Pipeline? Und ja, dem hinterliegt natürlich mein Anliegen, dass die Interessen der USA ja eben andere sind und dass die im Moment ja tatsächlich oder meiner Einschätzung nach ganz ordentlich profitieren von der aktuellen Kriegssituation. Also jede Meinung ist erlaubt, aber dass die USA davon profitieren, ist falsch. Also die USA haben ein richtig großes Budgetproblem durch diesen Krieg. Die enorme Kosten, die Regierung wird unter extremen Druck gesetzt durch die Opposition. Die wirtschaftliche Lage ist nicht gut. Die Gewinne auf der Gasseite sind nicht besonders hoch, weil das Mehrkosten auf der anderen Seite ausmacht. Die Inflation in den USA ist enorm. Also dass man sagt, die sind ein Kriegsprofit, das ist in ihrem Interesse überhaupt nicht. Trotzdem gibt es unterschiedliche Interessen, das ist richtig. Nord Stream 2 kann ich dir gleich sagen. Es gab ja diesen Artikel von Jess Hirsch in der Washington Post, ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Da ist dann sozusagen einmal die gesamte Liste raus, dass die Amerikaner die Pipeline zerstört haben mit der Hilfe der norwegischen Regierung. Also, du willst meine Einschätzung haben? Es ist nicht klar, also es ist nicht beweisbar klar, wer die Pipeline zerstört hat. Was ein Problem ist, weil das einfach das ist auch das, was ich und was andere den Amerikanern kommuniziert habe, ihr müsst aktiver kommunizieren, was ihr wisst und was ihr nicht wisst. Die Amerikaner wollen offensichtlich gar nichts erzählen darüber, wie das gelaufen ist, weil sie der Ansicht sind, dass dieses Gebiet in der Ostsee immer noch aktives, ich sag mal, Sabotage-Kriegsgebiet ist, während dieser Konflikt läuft und überhaupt nicht preisgeben wollen, mit welchen Methoden sie das was machen. Der Hirsch-Bericht ist aus meiner Sicht sicher falsch, weil er der norwegischen Regierung da eine Position einräumt. Also das weiß ich nicht. Also wenn die Norweger morgen anfangen, drei Flugzeugträger zu bauen, okay, dann sind die vielleicht jetzt auch anders drauf. Aber ich halte das für ausgeschlossen. Das heißt aber nicht, dass wir wissen, wie das genau passiert ist. Also für mich gibt es hier ein Worst-Case-Szenario, wie Nord Stream 2 zerstört wurde. Das Worst-Case-Szenario ist, dass es Russen waren, die das nicht
mit der Zustimmung der russischen Regierung gemacht haben. Das wäre sozusagen das Schlimmste, die schlimmste Variante. Aber wir wissen es in Wahrheit nicht. Wir wissen es in Wahrheit nicht, weil keiner derjenigen, die es ganz uns erklären könnten, ein Interesse haben, es uns ganz zu erklären. Das ist manchmal so. Ja, das kann man anders nicht sagen. Und das wird jetzt benutzt werden von allen Seiten. Russland wird das ja sogar im Sicherheitsrat, wenn ich das sehe, in der nächsten Sitzung vorbringen. Das wird, glaube ich, nicht während dieses Krieges aufgeklärt, wie das gelaufen ist. Das machen die Norweger vielleicht irgendwann, wenn da die Luft raus ist. Aber selbst das auch nicht. Man darf nicht vergessen, dass die Energieversorgung oder die Pipeline-Verbindung auf dem Grund der Ostsee, das ist strategisches Eigeninteresse Norwegens. Das ist deren nationale Sicherheit. Dann sind die auf einmal genauso zugenagelt wie das Weiße Haus. Ja, das können nicht nur die Amerikaner. Die andere Frage, also erstmal nur eine Bemerkung machen. Es ist nicht so, dass da nur der Westen alleine ist, sondern es ist so, dass Russland nicht da ist. Alle anderen sind da bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Also man ist da nicht unter sich mit dem Westen, der kommuniziert zwar so und versucht, da Einigkeit herzustellen, aber alle anderen Player sind da. Also nur Russland ist nicht da, gar nicht. Und China nur im Vergleich zur Vergangenheit mit einem eingeschränkten Programm, aber naja, Wang Yi ist nicht irgendjemand, ja. Also Wang Yi, damit man das mal einsortieren kann. Bei uns ist das ja so, die Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland ist Annalena Baerbock. Das heißt, die ist unsere höchste Diplomatin. In China läuft das anders. Das ist ja öffentliche Verwaltung, Ministerium. Das ist in China zweitrangig. Das Wichtigste ist die Partei. Also gibt es einen Bürochef, eine Bürochefin der außenpolitischen Abteilung der SPD. So müsst ihr euch das vorstellen. Ihr müsst euch vorstellen, es gäbe einen SPD-Außenminister und es gäbe eine nicht Außenministerin, sondern Bürochefin der auswärtigen Abteilung innerhalb der SPD im Willy Brandt-Haus. Die wäre dann mit Abstand die wichtigste außenpolitische Politikerin des Landes. Das ist Wang Yi jetzt. Der war mal Außenminister und ist jetzt aufgestiegen zum Parteifunktionär Außenpolitik. Mit anderen Worten, der spricht für Xi Jinping. So, also die Chinesen sind da immer noch, sind da sehr, also sind vertreten, sind auf Level 1 vertreten auf der Konferenz, was ja das Besondere ausmacht. Die einzigen, die nicht da sind, sind die Russen. Ob die Russische Föderation jemals, also das war die Frage, die ich allen Russland-Experten, also das ist interessant, ja, wer ist eigentlich Russland-Experte? Also wer hat eigentlich das Know-how, um eine innenpolitische Entwicklung in Russland vorherzusagen? Wen fragt man da eigentlich? Also in München laufen da verschiedene Leute rum, also man hat eine große Auswahl, wie man sie fragen kann. So, was glaubst du so? Wie läuft das da so? In 6 Jahren offene Wahlen, offene Gesellschaft, irgendwie hier, Kopenhagener Kriterien, EU-Mitgliedschaft, was glaubst du so? Oder Krieg für immer, weiß ich nicht, keine Ahnung, was passiert so. Und es ist interessant, natürlich gibt es die Außenpolitik in den USA ist natürlich viel größer und besser aufgestellt als unsere. Das heißt, es gibt da Russland-Expertinnen und Russland-Experten, die enormes Know-how über das Land haben. Aber im internationalen, zum Beispiel China, ja, in China, es gibt im Prinzip ja, also ich will jetzt niemandem Unrecht tun, aber es gibt ja sehr wenig China-Experten in Deutschland, sehr, sehr wenig, während in den USA ist es eine riesengroße Politikerkasse, dass man, wenn man sich informieren will über China in Deutschland, muss man nach Washington fliegen, um sich über China zu informieren, weil das in Deutschland sehr schwierig ist. Im Falle Russlands ist es anders. In Deutschland gibt es sehr, sehr viele Russland-Experten. Warum? Weil wir diese besondere Beziehung seit Jahrzehnten hatten, gibt es hier einfach extrem viel Know-how darüber, was in dem Land tatsächlich passiert gerade. Dass die Deutschen gefragt werden in München über die Entwicklung irgendwo auf der Welt, ist super selten. Ja? Normalerweise gibt es da andere, kompetentere Ansprechpartner. Im Falle Russlands ist das anders. Und trotzdem ist das nicht klar, wie das läuft. Also wir wissen, das ist ja ein Teil des Problems dieses Konfliktes, dass es eine innenpolitische Entwicklung in Russland mindestens in den letzten 6, 7 Jahren, vielleicht länger gab, dass das nicht das alte Russland ist. Ja, das alte Russland irgendwie mit unterschiedlichen Fraktionen, die repräsentiert sind im Kreml, in der Armee, in der Gesellschaft und so, sondern dass das jetzt seit, dass Putin irgendwann nach diesen letzten freien Wahlen vor 10 Jahren die Entscheidung getroffen hat, das jetzt den ganzen Tanker in eine andere Richtung zu lenken. Und deswegen wissen wir echt wenig über die inneren Zusammenhänge im Kreml zumindest. Wir wissen alles, was um den Kreml rum ist, weil das alles super korrupt ist und wir alles erfahren darüber, was in den einzelnen Ministerien stattfindet, in der Armee und so. Da wissen wir, die Amerikaner zumindest wissen praktisch alles. Aber im
wie das wirklich läuft, wie morgens um 10 Wladimir Putin entscheidet, da wissen wir ziemlich wenig drüber. Und es ist sehr, sehr viel Spekulation und Interpretation drumherum. Aber eins kann man sagen, ich glaube, dass bei der Zeitenwende-Rede von Olaf war ja ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass es Putins Krieg ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das war ihm sehr, sehr wichtig zu sagen, auch in der Kommunikation danach, und nicht der Krieg Russlands. Damit ist ja klar, was damit politisch gemeint war. Damit wollte er nicht alle 140 Millionen Russinnen und Russen uns zum Gegner machen, sondern nur auf einen fokussieren. Es ist von ihm abhängig. Und wenn er das Problem nicht mehr ist, dann können wir auch wieder gemeinsam zusammenleben. Zu dieser Formulierung, die ja immer noch so ist, also ich stopp Putins Krieg, das seht ihr ja sogar beim HVV, oben beim Bus und so weiter, dazu muss man zwei Sachen sagen. Erstens, es ist sehr, sehr klug, das so zu formulieren. Und zweitens, es ist inhaltlich falsch. Ja, es ist sehr, sehr klug, um diese politische Option offen zu halten, dass man sich sozusagen nicht eine ganze Volk, eine ganze Zivilisation zum Gegner macht. Und zweitens, in Russland ist jetzt einfach seit Jahren, seit Jahrzehnten ein gesellschaftliches Klima entstanden, das mich nicht besonders positiv stimmt, um es mal so zu sagen. Dass da einfach nur, wenn Putin weg ist, kommt Memorial wieder, dann denkt man wieder, dass Stalin schlecht war. Im Übrigen sind demokratische Wahlen, nee. Und dann Schwule sind, das ist total, das ist ein Lebensmodell, das wir akzeptieren, weil wir liberale, offene Gesellschaft, das wird uns länger beschäftigen. Ob das heißt, dass dieses Land ewig Krieg gegen uns führt, hoffentlich nicht. Aber dass es da eine innere Entwicklung gibt, die hat jetzt, und das ist nicht erst seit dem Krieg so, das ist in den Jahren vorher schon passiert. Ich war eben Mitglied des Petersburger Dialogs, also derjenigen, die dann die für 20 Jahre versucht haben, im staatlichen Dialog zwischen Zivilgesellschaft und Politik sozusagen sich regelmäßig zu treffen, Austausch und so weiter. Also ich bin Augenzeuge sozusagen der Entwicklung innerhalb der Zivilgesellschaft, des Militärs und der Politik in Russland. Also es gibt eigentlich gar keinen Grund zu glauben, dass es eine echte Annäherung, also innere Annäherung an uns gibt und unsere Werte. Also unsere Werte sind, also wir haben ja unterschiedliche Interessen und auch Werte mit den Amerikanern, ja. Aber im Vergleich zu Russland ist das hier alles gleich im Westen. Alles identisch. Das ist wirklich, die sind vom Mars. Und das siehst du auch an diesem Krieg, ja. Dieser Krieg, man stelle sich vor, irgendeine Regierung der NATO, eines NATO-Mitgliedstaates, würde diesen Krieg gerade führen. Diese Regierung würde sofort abgewählt, der Krieg würde sofort beendet, weil die Kosten viel zu hoch sind. Und das passiert nicht in Russland. Nicht, weil das so eine Hardcore-Diktatur ist, das ist es auch. Also wenn du dich auf die Straße stellst und dagegen demonstrierst, landest du sofort im Knast. Aber es ist jetzt nicht so, dass da alle glauben, das würde sich ökonomisch nicht lohnen. Also solche Begriffe wie Land, Ehre, Religion verbinden wir ja nicht mit Bundeswehr und Leopard 2. So, und wenn du in einer Gesellschaft lebst, wo das miteinander verbunden ist, ist es schwer, da eine Vorhersage zu machen. So, ich bin gar nicht optimistisch nach München, was die inneren Entwicklungen Russlands angeht. Gar nicht. Was schlimm ist. Aber man darf sich die Realität ja nicht wünschen. Das haben wir ja nun die letzten 8 Jahre getan. Und jetzt hast du ja den Salat. Also damit sollte man nicht gleich wieder anfangen. Ja, vielen Dank, Metin. Ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Ich habe die Idee, dass das ein schönes Format ist, weil man doch sehr spezifisch auf Themen eingehen kann und auch mal ins Detail gehen kann. Und ich glaube, dass wir Metin da auch weiter an diesen Fragestellungen dranbleiben müssen. Und es ist immer sehr wohltuend von dir, so ein bisschen so ein Live-Feedback aus den Kommunikationen zu bekommen, um das auch für uns hier in Hamburg in Mitte besser einordnen zu können. Und ich glaube, wir sollten überlegen, da auch nochmal fortzusetzen. Heute halten wir erstmal inne, weil Lunchtime ist vorbei und wir müssen jetzt alle entweder arbeiten oder du, Mädchen, überhaupt in den Tag starten. Wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast, wünschen dir in Washington und auf den Vorträgen, die du da halten musst und ja auch ein Stück weit zur Rolle Deutschlands und Co. in der jetzigen Situation da Rede und Antwort stehst, weiter ganz viel Erfolg und freuen uns, wenn du wieder bei uns bist, hier in Hamburg.
Und ich würde sagen, ich danke euch allen, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir haben, glaube ich, alle ganz viel Erkenntnis mitnehmen können. Und ich freue mich auf euch in einem der nächsten Formate, die wir anbieten. Und ihr könnt auch immer gerne selber Themen zu uns spielen, die wir dann in ein Format gießen. Und dann würde ich sagen, kommt gut durch den Tag, bleibt gesund und bis bald. Ganz Bis bald. herzlichen Dank.